Okay, schmeckt voll geil. Kann ich meinem Bäcker anbieten zum Verkaufen? Oder nee. Leberwurst. Also for real. Hello Friends und ganz herzlich willkommen zu diesem neuen Video von mir. Wir machen wieder eine Too Good To Go Tour durch Köln. Ich weiß, ihr liebt das und ich lieb's auch. Wir haben uns schon den ersten Spot gesichert. Ich werde heute wieder drei richtig geile Spots testen, die ich noch nicht kenne. Wir sind heute erstmal im Café Bach am Heumarkt. Ist das direkt an der KVB-Station, also an der Kölner Verkehrsbund-Station, also an der Straßenbahnstation. Ich habe hier eine Überraschungstüte gesichert für 3,50 Euro im Wert von 10,50 Euro. Und da kann ich eine Auswahl an köstlichem Essen, was übrig ist, retten. Steht jetzt nicht, ob Backwaren oder anderes Zeug. Und ich muss nichts mitbringen ansonsten. Es ist anscheinend eine Mahlzeit sogar. Ich bin gespannt. Gehen wir mal hin. Ne? So, Freunde, bevor das Video losgeht, wollte ich euch noch ganz, ganz kurz auf die neue ESN-Aktion hinweisen. Und zwar gibt es seit Ewigkeiten ein Comeback der 4-für-3-Aktion. Oh mein Gott, ihr liebt diese Aktion so sehr. Und die gab es jetzt monatelang nicht mehr. Da könnt ihr nämlich richtig fett sparen. Heißt, ihr könnt euch eure Favoriten auf Vorrat einpacken. Denn es gibt zwei Varianten der 4-für-3-Aktion. Erste Variante, ihr könnt vier gleiche Produkte, auch in unterschiedlichen Sorten, vier gleiche Produkte in den Warenkorb packen und kriegt eins von den vier Produkten gratis, komplett. Da könnt ihr 25% sparen, das ist das Beste, was ihr machen könnt, wenn ihr vier gleiche Produkte nehmt. Dann gibt es noch die zweite Variante, da könnt ihr vier unterschiedliche Produkte natürlich reinpacken, da bekommt ihr aber das günstigste gratis. Heißt, es wäre vielleicht nicht so schlau, sich dann einen einzelnen Designerbar einzupacken, weil sonst spart ihr nur 2,49 Euro oder so. Wenn ihr zum Beispiel vier Isoclear einpackt, spart ihr 50 Euro. Das ist schon ein Unterschied. Ich kann euch mal Übersicht einblenden, damit ihr das vielleicht mal besser versteht, sonst guckt auf Instagram vorbei und schreibt mir da gerne, falls ihr Fragen habt. Mit Code LB könnt ihr, wie gesagt, den Rabatt einlösen und den Link packe ich euch nochmal in die Infobox und ja, jetzt geht's los mit dem Video. So, Freunde, ich bin wieder zu Hause. Endlich. Ich habe hier so eine To-Go-Box nämlich bekommen. Ich wusste nicht, ob das jetzt drin noch flüssig ist oder nicht, deswegen musste ich es die ganze Zeit so in der Hand halten, aber ich blende euch mal ganz kurz ein. Ich war erstmal da angekommen, habe es dann gefunden. Irgendwann, es war so komisch um die Ecke. Und da stand draußen schon so ein Wochenmenü dran. Ich glaube, es ist wie so eine Mensa gefühlt, wo man sich so gekochte, fertige Gerichte abholen kann. Und da standen ja auch die Preise dabei. Fand ich sehr, sehr cool, weil ich habe ja jetzt quasi ein Leftover-Gericht von gestern bekommen. Und auf der Too Good To Go-App stand ja, glaube ich, es soll im Wert von... Moment. Es sollte einen Wert von 10,50 Euro haben und wir können jetzt auch mal direkt nachgucken, was es denn für einen Wert hat. Laut der Menükarte hat es nämlich von 9,90 Euro einen Wert. Gut, da kann man ein Auge zudrücken, aber 10,50 Euro ist es halt nicht, ne? Sagen wir es mal so. Vielleicht ist es eine größere Portion. Ich weiß es nicht. Es ist ja auch egal. Die 60 Cent sind ja egal. Auf jeden Fall habe ich bekommen Hühnchen in Erdnusssoße von gestern. Gestern hat es auch noch Kohlrabi-Kartoffelgratin gegeben. Hätte ich auch geil gefunden. Die Sachen, die heute drin waren, hätte ich tatsächlich nicht so geil gefunden. Deswegen war ich froh, dass ich was von gestern bekommen habe. Ich zeige euch das mal. Ja, wir haben halt einfach super, super viel Reis und super, super viel Hähnchen mit Erdnusssoße. Aber das sieht mir wirklich nach so einem richtig geilen Klebreis aus. Das liebe ich, ja. Und es sieht mir nach sehr viel Hähnchen aus, was ich auch sehr gut finde. Dass man da auch wirklich was an Hähnchen bekommt und nicht nur an Soße. Und ich würde sagen, wir probieren das Ganze jetzt auch mal zusammen. Ich nehme hier mal so ein Stück Hähnchen und ein bisschen Reis, wenn ich den hier auf die Gabel bekomme. Oh, jetzt ist aber mein Finger gefallen. So. Okay, jetzt bin ich gespannt. Ich glaube, ich habe mir das noch nie selber bestellt mit Erdnusssoße. Okay, das schmeckt voll geil. Wir haben hier noch ein bisschen Gemüse drin. Hier ist so eine Karotte. Boah, ist ja voll lecker. Warum wusste ich nicht, dass Erdnusssoße so lecker ist? Also, ich habe es mir gedacht, aber irgendwie bin ich dann doch mal Team Curry, wenn ich irgendwo bestelle oder so Masala, Chicken Masala oder was weiß ich. Oder Butter Chicken mag ich auch super gerne. Boah, es überrascht mich gerade echt positiv. Finde ich richtig lecker. Das Hähnchen ist wirklich super, super zart. Es fällt quasi auseinander. Ist ein sehr gutes Zeichen. Es ist super frisch. Also es ist zwar vergessen, aber es wurde kühl gelagert. Das merkt man, es ist einfach eiskalt, das Gericht. Ich mag aber kaltes Essen super gerne. Es ist aber ein sehr kaltes Gericht, deswegen war es auf jeden Fall gut gelagert, würde ich sagen. Und ja, ging alles super schnell. Der Laden sieht voll modern aus. Ich weiß gar nicht, was das ist, was für ein Konzept die da haben. Aber würde ich auf jeden Fall wieder hingehen, wenn ich Bock auf so ein Gericht habe für 3,50 Euro für so einen Mensa-Preis. So ein fettes Gericht kriegst du beim Inder. Oder beim, wo kriegt man denn sowas sonst? Ach, keine Ahnung. Unter 10, 11 Euro.
mindestens, eigentlich eher so 15 Euro. Unter dem Geld kriegst du sowas eigentlich nicht, zumindest nicht so eine große Portion. Perfekt, über den Reis und Bohnen freut sich Bounty gleich. Ja, kriegt von mir eine 5 von 5, also kann ich gar nichts dran aussetzen. Finde ich richtig, richtig gut, würde ich immer wieder hingehen. Könnt ihr auf jeden Fall auch mal hingehen, wenn ihr Bock auf so ein schnelles Gericht habt. Wie gesagt, Abholzeit war ja 15 Uhr bis 17.30 Uhr, also ihr habt auch eine recht lange Spanne zum Abholen. Ja. Vielleicht passt das gut in eure Mittagspause oder zu eurem Feierabend. Dann habt ihr gleich ein leckeres Essen für zu Hause. Ich finde es super. Würde ich wieder hingehen. 5 von 5 Punkten und wir machen weiter mit dem nächsten Spot. So, Freunde, es geht weiter zum zweiten Too Good To Go Spot. Ich hatte eigentlich einen anderen geplant, den musste ich leider stornieren, weil die Bahn nicht gefahren sind an dem Tag. Ich hoffe, ich kriege den vielleicht für morgen noch. Aber auf jeden Fall geht es zu einem Laden, der nennt sich Siciliani Dolce e Salato. Ich schätze mal, es ist ein italienischer Laden, wie der Name sagt. Ich habe mir da eine Überraschungstüte gesichert. Da kann man sich verschiedene Tüten sichern. Einmal mit überbackenen Sachen, also stand al forno. Wäre auch ganz nice, aber ja, die gab es leider nicht mehr. Dann gab es, glaube ich, noch süße Sachen und Salate. Und ich habe mir jetzt eine Surprise Bag gesichert. Genau, das Ganze hat noch keine Bewertung, ist also ein neuer Spot. Und kostet 4 Euro und soll im Wert von 12 Euro sein. Ist in der Sublerater Straße. Und ich würde sagen, da flitzen wir jetzt mal hin, oder? Ich habe heute sogar einen persönlichen Bringdienst zum Too Good To Go Spot. Perfekt, ich lieb's. So, Freunde, es ist der Morgen danach. Nicht wundern. Wir waren ja gestern auf dem Sprung zu Millie und ich habe es auf dem Weg quasi abgeholt. Und wir waren erst, keine Ahnung, 23 Uhr irgendwas wieder zu Hause. Und ich glaube, da kann jeder nachvollziehen, dass ich mich dann nicht noch vor eine Kamera setzen will, weil ich auch meinen Schlaf brauche. Auf jeden Fall, ja, weiß ich aber trotzdem, wie es gestern aussah, wie frisch es gestern war. Auf jeden Fall kann ich schon mal vorweg sagen, alles war super frisch. Ich blende euch mal ein Video drüber, was alles dabei war. Wir haben süße Teilchen gehabt, wir haben so Kuchenstücke, dann so Gebäcksachen und eine Tüte mit so Bällchen drin. Das zeige ich euch gleich noch. Ich habe 2-3 Stücke Kuchen noch bei Millie und Dustin gelassen. Genau, weil das sonst für mich allein zu viel ist, bevor es auf jeden Fall schlecht wird. Und jetzt zeige ich euch mal, was ich hier quasi noch an Ausbeuten habe. Wir haben hier einmal, ich fange mal an mit dem süßen Teil, was ich behalten habe. Ich weiß nicht, was es ist. Es sieht aus wie so ein Windbeutel mit irgendeiner Vanillecreme-Füllung oder so könnte das sein. Dann haben wir hier so eine Tüte. Da waren Reisbällchen drin. Das sind so, ich glaube, man nennt die Arancini. Ich weiß nicht, wie man die kleinen nennt, aber die großen nennt man Arancini. Die riechen sehr geil. Habe ich in Italien immer gegessen. Boah, aber da hatten wir die großen. Das war viel geiler. Das waren aber Supplé. Ja, dann haben wir zwei riesen fette Teile. Dann habe ich, wir haben hier einmal so einen Teil mit Pistazien oben drauf. Können wir vorstellen, dass das irgendwas mit süßen Sachen drin ist, wobei es halt für süß ganz schön schwer ist. Also es ist wirklich schwer. Es wiegt locker 150 Gramm oder so, das Teil. Und dann haben wir hier noch eins. Das sieht aus wie eine Calzone mäßig. So, wie eine Pizza. Finde ich sehr, sehr geil. Ich würde sagen, ich schneide die großen Teile mal auf, weil ich möchte unbedingt wissen, was da drin ist. Also Pizza weiß ich ja, da wird Pizza drin sein. Aber das Pistazien-Ding muss ich mal aufschneiden. Oh, das ist herzhaft. Lol, das habe ich ja noch nie gesehen. Herzhafte, da sind Schinkenwürfel drin und Mozzarella. Sieht ja wild, ist das Avocado? Aber es ist italienisch, als ob das Avocado ist. Das muss ich jetzt mal kurz, na doch, sieht aus wie Avocado. Schmeckt schon nach Pistazien ein bisschen, aber nach so einer Pistazien-Käsecreme. Das erinnert mich an irgendwas. Ist auf jeden Fall, schmeckt ziemlich geil. Schneid mir hier mal so ein Stückchen ab, quasi so buttriger Teig mit so einer Creme. Ich weiß immer noch nicht, ob es Avocado oder Pistaziencreme ist. Oder gemischt und Mozzarella, würde ich jetzt mal vermuten. Okay, ich bin gespannt. Das sieht so lecker aus. Ich weiß, an was es mich erinnert vom Geschmack. Leberwurst. Also for real. Ist das Leberwurst? Kann sein. Gibt es eine italienische Leberwurst in grün? Schmeckt auf jeden Fall so. Das hat auf jeden Fall was. Ich möchte jetzt aber, ich möchte das süße Teilchen probieren. Schmeckt zitronig, aber so eklig zitronig. Schaut mal die Creme an. Wie krass. Ich probiere es mal, aber die Creme, die ich gerade am Finger hatte, hat nicht so geil geschmeckt. Schmeckt sogar ein bisschen nach Minze. Oh nee, da ist irgendwas, was mir gar nicht schmeckt. Bisschen, also wirklich wie wenn da Vanillecreme mit Minze drin wäre. Ist das so ein Ding? Macht man das in Italien? Ich muss kurz Hände waschen. Nee, nee, das ist nicht meins. Jetzt mal zum Punkt kommen. Von der Menge her absolut wild. Da waren, wie gesagt, noch 3 süße Teilchen mehr drauf. Da war noch ein Stück Kuchen. Ich habe es hier eingeblendet. Absolut gerechtfertigt. Für 4 Euro habe ich das bekommen. Mega lecker. Wie gesagt, dieses Windbeutel-Ding da trifft gar nicht meinen Geschmack, weil da irgendwas Minziges drin ist. Ich hasse Minze im Essen. Ja, und da bin ich, wie gesagt, immer noch ein bisschen
überfordert, was das jetzt ist, weil ich muss mal googeln nach italienischer Leberwurst. Aber so schmeckt es auf jeden Fall. Ich mag Leberwurst, deswegen gut, ne? Aber ich hätte es jetzt da drin nicht erwartet, um ehrlich zu sein. Ich habe da ein süßes Pistazienteilchen erwartet. Naja, auf jeden Fall, ja, kriegt von mir trotzdem eine 5 von 5, weil super Abholung, super frisch, große Auswahl, auch verschiedene Sachen. Ja, würde ich immer wieder hingehen, wenn ich auch Bock auf italienische Backwaren habe. Von daher 5 von 5 Punkten. Wir sind gut dabei dieses Mal, muss ich sagen. Und jetzt geht's weiter zum dritten und letzten Spot. So, Freunde, es geht zum nächsten Too Good To Go Spot, beziehungsweise zum letzten Too Good To Go Spot. Und dieser ist Café Caprista. Da war ich schon mal tatsächlich, aber in dem alten Standort. Und jetzt haben die ja diesen neuen Standort aufgemacht und haben auch Too Good To Go. Da bekomme ich Backwaren im Wert von 10,50 Euro für 3,50 Euro. Und das Ganze hat 3,5 von 5 Sterne, hat aber auch nur 14 Bewertungen bisher. Und ich bin mal gespannt, ob ich wie beim anderen Standort auch einfach nur 3 oder 4 Croissants bekomme. Oder ob ich verschiedene Sachen bekomme. Das werden wir dann nachher sehen. Ja, wie gesagt, Überraschungstüte mit verschiedenen Backwaren. Und ich würde sagen, wir gehen da jetzt mal hin. Leute, was soll ich sagen? Ich glaube, ich habe ein bisschen Brot bekommen. Ja, ich habe das Ganze gerade abgeholt. Wir waren bei Rich & Greens und ja, davor waren wir Nägel machen und dazwischen war die Abholzeit. Das heißt, ich hatte die Tüte mit den Rich & Greens. War nicht alles gut bei dir? Ich hatte den ganzen Tag Zeit zu trinken und jetzt, wo ich drehe, musste anfangen zu trinken. Naja, auf jeden Fall war ich mit dieser Tüte im Rich & Greens und ich habe nur dieses eine Brot und das eine Baguette raushängen sehen. Und ich dachte, darunter sind vielleicht noch andere Sachen, aber nur mal, damit ihr wisst, wie groß ein Baguette ist. Und das Beste kommt jetzt noch, das Brot. Kann ich meinem Bäcker anbieten zum Verkaufen. Ja, also an sich, ne, kann man nicht sagen, ist auf jeden Fall den Wert wert. 3,50 Euro habe ich bezahlt, sage ich mir nochmal dazu. Aber irgendwo muss es ja auch noch ein bisschen realistisch sein, dass man es aufbrauchen kann. Es wäre jetzt halt ein Grund für mich, nicht nochmal hinzugehen, weil wie soll das gehen? Jetzt Vorteil, übermorgen ist Karneval. Ich weiß, dass Celine ein paar Freunde da hat, heißt, ich werde ihr auf jeden Fall ein, zwei Brote rübergeben, die sie zum Frühstück essen können. Zu mir kommt auch eine Freundin zum Frühstücken, da kriegen wir auch was weg. Generell über Karneval geht das gut weg. Aber so generell würde ich, glaube ich, dann nicht nochmal hingehen. Da waren wir doch vom anderen Spot von Café Caprista. Das war nämlich in Ehrenfeld, da habe ich 3 Croissants bekommen. Das war mir dann doch ein bisschen lieber, weil das kriegt man noch gegessen. Ich kann jetzt auch nicht großen Taste-Test machen, das fühlt sich ja alles noch frisch an. Das ist auch das Brot, was sie quasi dann verkaufen zum Essen, also womit die ihre Gerichte machen. Es sieht auch sehr lecker aus, ich werde davon ja auch auf jeden Fall was essen, aber das meiste werde ich wahrscheinlich dann weitergeben. Deswegen gibt es da von mir so eine, boah, allein aus dem Punkt, dass ich halt nicht nochmal hingeben würde, wäre es halt eine 3 von 5, oder ich gehe auch mit dieser 3,5 von 5, die da angegeben wurde. Man kann halt auf jeden Fall nicht sagen, was den Wert angeht, weil der ist auf jeden Fall gegeben. Ich weiß jetzt halt nicht, was so ein Brot im Einkauf kostet, aber allein wie viel das ist. Oh mein Gott, wie lange könnte man davon leben? Ja, aber kriegt von mir trotzdem so eine 3,5 von 5, weil ich würde halt einfach nicht nochmal hingehen, weil sich das für mich einfach nicht als Einzelperson rentiert. Wenn ich jetzt zu meiner Familie fahren würde, wäre es wiederum cool, weil dann hätte ich direkt so, ne, hätten wir direkt was zum Frühstücken. Aber es hält sich auch nicht ewig so. Und mein Gefrierfach, da passt es leider nicht rein. Zudem ist es noch kaputt. Deswegen, ja, das war so ein Mittelding zwischen Fail und richtig guter Ausbeute jetzt zum Ende hin. Ich hoffe natürlich, das Video hat euch trotzdem gefallen. Auf jeden Fall, wenn euch das Video gefallen hat und ihr mehr Too Good To Go Teile wieder wollt, dann lasst einen Daumen nach oben da und natürlich ein Abo hier auf dem Kanal lassen. Das ist bei euch nämlich kostenlos, aber würde mich so, so sehr unterstützen und das ist einfach das Zeichen für mich, dass sich die Arbeit, die ich hier reinstecke, lohnt. Ja, ansonsten, wenn ihr mehr aus meinem Leben sehen wollt, schaut gerne auf Instagram, wobei da nehme ich euch täglich mit durch alle Höhen und Tiefen, durch alles Mögliche, was in meinem Leben passiert. Da könnt ihr mir auch immer schreiben und ansonsten sehen wir uns am Sonntag zum nächsten Video wieder. Bis dann, ciao!